Ich weiß ja nicht, woran oder an wen ihr bei dem Namen Ravel denkt. Ich habe dabei, zumindest bisher, immer an Musik gedacht. Ein kleiner Junge aber, den ich danach fragte, sah mich, obwohl nur halb so groß wie ich, von oben herab an und meinte, Pierre-Joseph Ravel war Ingenieur und Erfinder eines mit Mineralöl geheizten Dampfkessels. Die Idee zum Überdruck-Zweitaktmotor stammt auch von ihm. Uff, das war harter Tobak. Beinahe verschüchtert sagte ich, ich spreche von Maurice Ravel, dem Komponisten. Da musste meine Schwester fragen und außerdem habe ich zu tun. Erwachsene können wirklich lästig sein. Kleinlaut verließ ich das vorlaute Bürschchen. Die Musik, die wir eben hörten, kennt ihr doch. Es ist trotz gegenteiliger Meinungen der Bolero von Maurice Ravel und nicht eine Filmmusik neueren Datums. Maurice Ravel bezeichnete den Bolero als sein berühmtestes Werk. Er vergaß aber nie hinzuzufügen, dass es leider so leer von Musik sei. Wenn er das sagte, zwinkerte der Meister immer vergnügt mit den Augen. Es war seine Art auszudrücken, dass ein und dieselbe Melodie immer wiederholt wurde, jeweils unter Hinzufügung eines neuen Instruments. Was ist das eigentlich für ein Mensch, der leere Werke schreibt? Unbestritten ist er einer der großen Komponisten unseres Jahrhunderts. Am 7. März 1875 wurde Maurice Ravel in Cibourg, einer kleinen Stadt im Baskenland, geboren. Cibourg liegt am Meer in der Nähe der spanisch-französischen Grenze. Doch schon im Juni desselben Jahres zieht die Familie Ravel um nach Levallois, einer Vorstadt von Paris. Seine Vaterstadt hat Maurice übrigens erst als Erwachsener, als berühmter Komponist wiedergesehen. In Cibourg verehrte man Maurice Ravel so sehr, dass man ihm zu Ehren zu seinen Lebzeiten bereits einen Quai nach ihm benannte, den Quai Maurice Ravel. In Levallois wird auch Édouard, der Bruder von Maurice Ravel, geboren. Stellt euch nur vor, wie stolz die beiden Söhne auf ihren Papa gewesen sind. Denn er war ja der Erfinder eines der ersten Automobile. Viel wissen wir nicht über das Familienleben der Ravels, außer dass die Familie einige Male innerhalb der verschiedenen Viertel von Paris umgezogen ist. Irgendjemand sagte einmal, glückliche Menschen haben keine Geschichte. Mir missfällt diese Aussage, weil ich der Meinung bin, dass Glück mindestens ebenso spannend ist wie Unglück. Nur serviert man es uns zu selten. Maurice Ravel lebte ein glückliches Leben.
und von ihm will ich euch erzählen. Mit 7 Jahren bekommt der kleine Maurice Klavierunterricht, weil sein Vater Joseph glaubte, dass sein Sohn eine gewisse Musikalität besäße. Wie recht der Papa hatte, hat sich schnell bewiesen. Übrigens wird Herr Ravel Senior einer der eifrigsten Bewunderer seines Sprösslings. Er bleibt es auch, als dieser schon längst selbst ein erwachsener Mann ist. Henri Gis, der erste Klavierlehrer des kleinen Maurice, schreibt damals in sein Tagebuch: 31. Mai 1882. Ein kleiner Schüler, Maurice Ravel, wirkt intelligent. Also nichts von Berufung, nichts von Wunderkind. Etwas begabter als die anderen ist der kleine Maurice schon. Und so tritt er mit 14 Jahren, also 1889, ein ins Pariser Konservatorium, in die Vorbereitungsklasse Antiome. Bis zu seinem 30. Lebensjahr studiert Maurice Ravel Klavierspiel und Komposition am Pariser Konservatorium. Er bekommt alle Diplome, von denen ein anfangs guter und später brillanter Schüler nur träumen kann. Aber noch wichtiger sind die Menschen, denen Maurice dort begegnet, wie zum Beispiel sein Mitschüler Ricardo Vignes, mit dem Maurice Ravel eine enge Freundschaft verbindet. Später wird Vignes einer der besten Interpreten der Musik Maurice Ravels. Doch zurück zum Jahre 1889. Das ist nicht ein Jahr wie andere. Nein, das ist das Jahr der Weltausstellung in Paris. Es gab da einen Ingenieur, Alexandre Gustave Eiffel, der schon durch außergewöhnliche Brückenkonstruktionen aufgefallen war. Zur Weltausstellung aber hatte Monsieur Eiffel sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, den nach ihm benannten Eiffelturm. Maurice Ravel besucht die Weltausstellung mit seinem Vater. Was für Eindrücke streiten miteinander um den ersten Platz. Maurice wird eines unvergesslich bleiben: die Vielfalt der Musik, exotische Klänge. Jedes Land, das ausstellte, hatte seine eigene Melodie. '91 tritt Maurice Ravel in die Klavierklasse von Charles de Berriot. Monsieur Berriot sieht in Maurice den zukünftigen Virtuosen und ist deswegen anfangs enttäuscht, dass sein Schüler sich für die Werke selbst weitaus mehr interessiert als für ihre Interpretation. Ravel, Maurice Ravel, Sie sind ein Taugenichts. Sie sind der Begabteste von allen und was machen Sie daraus? Nichts.
Eine Schande, sage ich, Ravel. Eine Blamage. Wenn Sie es nicht besser könnten, d'accord. Aber Sie können. Allzu viel erwidert Maurice nicht, denn er hat seine Wahl bereits getroffen. Er will Komponist werden. Und nur dazu studiert er das Klavierspiel. Mit seinem Freund Ricardo Vignes, dem jungen spanischen Pianisten, verschlingt Maurice alles, was ihnen an Werken in die Hände fällt. Berühmte, weniger berühmte, unbekannte. Ricardo, sieh dir diese Partitur erstmal an und dann rate, von wem sie stammt. Von dir? Es ist dir also wirklich ernst mit dem Komponieren? Wie du siehst. Und wie soll das Stück heißen? Entre Cloches, zwischen Glocken. Du wirst gleich verstehen, warum. Also, wenn's dir gefällt, wirst du es als Erster im Konzert spielen. Mit dir? Ich glaube kaum. Weißt du, ich bin nicht so sehr für die Bühne geschaffen. Aber nun greif in die Tasten und spiel. Ravel ist jung, ein wenig arrogant, ein echter Dandy. Ein Dandy ist stets sehr modisch gekleidet und hat natürlich höhere Themen als die Normalsterblichen. Erik Satie ist ebenfalls einer dieser jungen Herren. Als Komponist ist er ein Außenseiter, der gern schockiert und festgefahrene Gleise verlässt. Seine Musikstücke haben provozierende Titel wie Morceau en forme de poire, zu Deutsch birnenförmige Stücke, oder Véritable Prélude flasque pour un chien, was übersetzt heißt wirkliche, schlaffe Prélude für einen Hund. Auch Ravel pflegt seine Sprache und liest viel. Baudelaire, Edgar Allan Poe, Stendhal. 1894. Ricardo und Maurice haben schon viel Musik, besonders zeitgenössische, gehört. 1894 also ist Maurice Ravel bei der Erstaufführung von Prélude à l'après-midi d'un faune, zu Deutsch Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns, von Debussy. Maurice Ravel ist nicht mehr derselbe. Dieses Konzert hat ihn verändert. Später schreibt er darüber: Als ich dieses Werk hörte, verstand ich wirklich, was Musik ist. Maurice Ravel komponiert und mehrere seiner Werke werden in Konzerten gespielt. Das 19. Jahrhundert geht zu Ende. Ravels Ouvertüre zu Scheherazade wird ausgepfiffen. Seine Pavane pour une enfant défunte wird akzeptiert. Zu Deutsch
Pavane für eine verstorbene Infantin. Seine 1901 entstandene Komposition Jeu d'eau, zu Deutsch Wasserspiele, ist beliebt, sie macht ihn bekannt. Andere Musiker, die Großen ihrer Zeit, werden auf Ravel aufmerksam. Gabriel Fauré, bei dem er Komposition studiert hatte, und vor allem Claude Debussy. 1901 nimmt Maurice Ravel zum ersten Mal an einem Kompositionswettbewerb um den Rompreis teil. Hierfür komponierte er Myrrha, eine Kantate mit einem Text von Bessier. Den ersten Preis erhält André Caplet, Ravel einen zweiten großen Preis. Schon 1902, also mit 27 Jahren, wagt Maurice Ravel sich an ein Streichquartett in F-Dur, eine der am schwersten zu schreibenden Kompositionen. Debussy meinte in einem Brief an Ravel dazu: Im Namen der Götter der Musik und meiner eigenen, ändern Sie nichts an dem, was Sie von Ihrem Quartett niedergeschrieben haben. Welch ein Lob, welch eine Anerkennung. Noch immer ist Ravel Schüler der Kompositionsklasse im Konservatorium. Und als er einmal gefragt wird, warum er denn immer noch studiere, er, der nichts mehr zu lernen habe, antwortet er: Sehen Sie, man reinigt sein Haus von Zeit zu Zeit. Man muss es einfach. Und die Übungen, ja, die sind eine Art musikalische Gymnastik. Noch immer außergewöhnlich gut gekleidet, ist der Dandy von einst bescheidener geworden. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1905. Maurice Ravel ist 30 Jahre alt und bewirbt sich zum vierten Mal um den Preis von Rom. Der Preis von Rom ist die höchste Belohnung für einen angehenden Komponisten. Doch die Jury weigert sich, den allzu brillanten Kandidaten einzuschreiben. Maurice Ravel wird ausgeschlossen. Für Frankreich ist das ein Skandal, aus dem die Zeitungen die Affäre Ravel machen. Romain Rolland, einer der bekanntesten damaligen Schriftsteller, schreibt an einen Minister einen Brief mit eindeutigem Inhalt. Ich verstehe nicht, warum man darauf besteht, eine Schule in Rom zu behalten, wenn man ihre Tür vor den wenigen Künstlern verschließt, die einige Originalität in sich tragen. Ravel kommt zur Prüfung von Rom nicht als Schüler, sondern als bereits anerkannter Komponist. Ich bewundere die Komponisten, die es gewagt haben, ihn zu beurteilen. Wer wird sie beurteilen? Ravel selbst scheint von diesem Skandal nicht sonderlich berührt worden zu sein. Zumindest zeigt er es nicht. Allerdings hat er nach dem Rompreis-Desaster niemals wieder eine öffentliche Auszeichnung angenommen. Sogar die Aufnahme in die Légion d'Honneur, die französische Ehrenlegion, lehnte er ab. Über das Warum hat Maurice Ravel sich nie ausgelassen. Er verlässt endlich das Konservatorium. Er ist nicht mehr Maurice Ravel, Komponist und Student, sondern nur noch Maurice Ravel, Komponist. Aufsätze und Kompositionen, was haben sie wohl gemeinsam? Ganz einfach, es ist sehr schwer, sie zu beurteilen. Wie viele Dichter waren in der Schule in ihrer Muttersprache schlecht und gehörten später doch zu den Großen? Häufig geht es dem Komponisten genauso. Er schreibt ein Werk, das oft sogar erst die Nachwelt anerkennt, zu seiner Zeit aber haben es die Kritiker verrissen. Maurice Ravel geht es in diesem Punkt nicht anders als anderen Künstlern, egal welcher Gattung, rund um den Erdball. Seine Histoire naturelle, zu Deutsch
Die natürlichen Geschichten, nach Gedichten von Jules Renard, werden zur ersten Aufführung am 12. Januar von dem Kritiker des Temps, Pierre Lalot, als eine mit Nonen verzierte Kaffeehausmusik bezeichnet. Eben habt ihr die Rhapsodie Espagnole gehört. Sicher konnte Ravel sich nicht mehr an seine ersten drei Lebensmonate erinnern, aber er kehrte oft in seine baskische Heimat zurück. Baskenland, das heißt Sonne, Meer, Tänze und vor allem Lebensfreude. Außerdem ist die spanische Grenze nicht weit und die Kulturen der Grenzländer vermischen sich. Noch einmal zurück zu den Histoires naturelles. Dasselbe Publikum, das Ravels Folklorewerke begeistert annimmt, reagiert empört auf seine französischen Werke, das heißt auf die Musik, die Ravel in der Tradition seiner Lehrer Chabrier, Fauré und Debussy schreibt. Jules Renard, der Dichter der Histoire naturelle, erhält eines Tages Besuch von einem jungen, ein wenig auffällig gekleideten Mann. Bonjour, mein Name ist Maurice Ravel. Ich habe Ihre Histoire naturelle gelesen. Ich liebe Tiere, ich bin Komponist und ich möchte Ihre Gedichte gern vertonen. Aber mein Herr, die Histoire naturelle sind bereits Musik. Musik aus Worten. Meine Werke brauchen keinen zweiten Vater. Was wollen Sie der Musik, der Sprache mit Noten noch hinzufügen? Sehr freundlich war dieser Empfang nicht gerade. Dass die Musik verrissen wurde, wisst ihr bereits. Doch nun hört euch die Geschichte des unglücklichen Pfaus, der am Hochzeitstag auf seine Braut wartet, doch selbst einmal an. Ich bin gespannt auf euer Urteil. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Attendait que sa fiancée, elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien. Sur lui les riches présents d'usage. L'amour ravive l'éclat de ses. Kurze Zeit darauf erstaunt Ravel von neuem. Für Mimi und Jean, die Kinder seiner Freunde Gordepski, komponiert er eine Reihe von vierhändigen Stücken, die heute berühmt sind. Ma mère loi. Vielleicht habt ihr das eine oder andere schon gehört. Es wird von vier noch recht ungeübten Händen geklimpert. Denn Maurice Ravel, der sein Leben lang ein großer Kinderfreund war, wollte beweisen, dass man auch für die Kleinen richtige Musik schreiben könne. Stellt euch darum seine Freude vor, als am 20. April 1910 das Pariser Publikum den beiden Kindern applaudierte, als sie zum ersten Mal Ma mère loi spielen. Thank you.
treuesten Bewunderer Ravels in dieser erfolgreichen Zeit sind seine alten Freunde, die sich zum Spaß Apachen nennen. Oft versammeln sie sich abends oder auch nachts, um das letzte Werk von Maurice oder einem anderen Apachen zu hören. Sie besprechen die Komposition und bereiten sich darauf vor, sie notfalls vor einem als zu lau eingeschätzten Publikum zu verteidigen. Natürlich gehört Ricardo Vignes zum engsten Freundeskreis. Ihn betraut Maurice meistens mit der Erstaufführung seiner Klavierwerke. Das ist nicht immer leicht, besonders wenn es sich um eine Partitur wie Gaspard de la Nuit handelt. Nur ein Klaviervirtuose kann den Fallen eines Scarbo entkommen. Wieder einmal durch die Literatur inspiriert, vertont Ravel diesmal die Geschichten von Aloysius Bertrand. In ihnen taucht, wie ein Albtraum, immer wieder der hässliche Zwerg Scarbo auf. Mal erscheint er lachend, dann wieder verschwindet er und unentwegt treibt er mit dem unglücklichen, verängstigten Schläfer sein boshaftes Spiel. Nur ein Meister auf dem Klavier kann ein solches Werk schreiben. »1909, ein Jahr, in dem man nicht einfach von Land zu Land jettete, bringt für Paris eine Sensation. Sergei Diaghilev und die Kompanie der Ballet Russe, zu deutsch russisches Ballett, prägen und bewegen für einige Zeit das Leben der französischen Hauptstadt. Die Tänzer tanzen anders, die Bühnenbilder sind bunter, ja, gewagt. Man arbeitet mit vielen Lichtern und man begeistert. Picasso, Cocteau, Stravinsky und nicht zuletzt Maurice Ravel. Maurice Ravel hat, wie alle Menschen, die jemals Großes schufen oder leisteten, das Staunen nicht verlernt. Er fühlt sich zurückversetzt in seine Kindheit, in die Zeit der Weltausstellung. Maurice Ravel schreibt nun Kompositionen für Orchester. Die russische Musik, die er immer bewundert hat, wird hier wieder in den Vordergrund gerückt. Durch wunderbare Tänzer, für die das Ballett etwas mehr bedeutet als ein zahmer Ritus von Sprüngen und Pas de deux. Als Igor Stravinskys Ballett Le Sacre du Printemps 1913 zum ersten Mal aufgeführt wird, entsteht der bisher größte Publikumsskandal des 20. Jahrhunderts. Die musikalische Welt ist in zwei Lager geteilt. Das eine sieht in dieser zügellosen Musik nur unverschämte Geräusche. Das andere aber, eine Quelle der Inspiration, eine neue Dimension für die Zukunft. Wie vorauszusehen, ergreift Ravel Partei für Stravinsky, für die neue Musik. Nun, ich erzählte euch ja bereits, welchen Anfeindungen, Pfiffen, Buß und Verrissen Ravel selbst oft ausgesetzt war. Aber ob Musik, ob Wissenschaft, ob bildende Kunst, Neues wird häufig erstmal abgelehnt.
Maurice Ravel und Igor Strawinsky sind Freunde geworden. Manchmal arbeiten sie sogar gemeinsam an einem Projekt. In Europa tut sich musikalisch einiges. Da ist vor allem Richard Wagner, dessen Opern im Vordergrund der Musikszene stehen. Aus Österreich kommt Arnold Schönberg, dessen Zwölftonmusik die Geschichte der Musik erschüttert. Strawinsky und Ravel wenden sich von der Schönbergschen Musik jedoch ab. Jeder aus verschiedenen Gründen. Ravel und Strawinsky aber begeistern sich für Balakirev, Rimski-Korsakow und Mussorgsky. Ravel hat durch Strawinsky einige russische Tänzer kennengelernt. Er beginnt, die Welt des Balletts zu erforschen. Sie fasziniert ihn. Auch seinen berühmten Bolero schreibt Ravel für das Ballett. Direkt für die Diaghilev-Kompanie komponiert er mehrere Meisterwerke, darunter Daphnis und Chloe, das später häufig als das gelungenste Werk dieser Schaffensperiode gilt. Maurice Ravel braucht für seine Fertigstellung fast 3 Jahre. Das ist für seine Verhältnisse ungeheuer viel, da er gewöhnlich sehr schnell komponiert. Aber welch eine Besetzung hat das Ballett dann zu seiner Uraufführung am 8. Juni 1912. Den legendären Nijinsky und die Karsavina. »1914 ist ein Jahr, bei dem wohl kaum jemand zuerst an Maurice Ravel oder an seine Musik denkt. 1914 ist der Beginn des Ersten Weltkrieges, von dem auch Frankreich nicht verschont bleibt. Europas hehre Künste gehen unter im lauten Gedonner der Kanonen. Doch nicht nur der Krieg erschüttert sein Leben. Ein anderer Schlag trifft Ravel härter. Seine über alles geliebte Mutter, vielleicht seine einzige Freundin, stirbt 1917, 9 Jahre nach ihrem Mann. Von nun an ist Ravel allein. Denn er hat nie geheiratet und Kinder hat er auch keine. Sogar sein Bruder Edouard ist ihm jetzt weniger nahe, da er zu sehr durch das vom Vater geerbte Unternehmen beansprucht wird. Natürlich bleiben dem Komponisten Freunde, Bekannte und die Musik, die er meine einzige Geliebte nannte. Beginnt für Ravel eine Zeit des Exils. Seit er seine Geburtsstadt Cibourg verließ, hatte Ravel immer in Paris oder an den Toren der Hauptstadt gelebt. Er zieht sich nach Montfort-l'Amaury zurück, einer kleinen Stadt nahe dem Wald von Rambouillet, in dem er gern spazieren geht. Ein wenig abseits vom Pariser Leben, umgeben von einigen Freunden, die ihn besuchen,
richtet er die kleine Villa des Belvedere ein, die heute zum Ravel-Museum geworden ist. Dort lebt er auf seine Art und macht sich wieder an die Arbeit. Er schreibt nicht nur für Klavier allein, sondern das Klavier erscheint nun in Begleitung anderer Instrumente. Im Augenblick aber, als sammle er Hände, um später sein Konzert für die linke Hand zu schreiben, komponiert Ravel ein ganz erstaunliches Werk. Das erste, das je für 5 Hände geschrieben wurde. Wenn ihr gut zuhört, werdet ihr vielleicht die Einmischung dieser schelmischen 5. Hand überrascht feststellen. Als wollte er sich seine neue Orientierung beweisen, gibt sich Ravel wieder den Freuden einer besonders schwierigen Übung hin. Er beschließt, die Bilder einer Ausstellung zu orchestrieren. Ein Werk für Klavier, in dem Modest Mussorgsky, der berühmte russische Komponist, die zahlreichen Eindrücke eines Besuchers einer Bildergalerie beschreibt. Immer schon, seit er komponiert, liebt Ravel es zu orchestrieren. Das heißt, ein zum Beispiel für Klavier geschriebenes Stück für ein großes Orchester umzuschreiben. So wird das, was ansonsten ein Pianist allein spielt, auf 60 bis 80 Musiker ausgeweitet. Und bei diesem Werk, in dem jedes der Bilder seine eigene Stimmung erwecken muss, ist es Ravel gelungen, uns gleich Farben, Klänge zu schenken. Jedes Bild wird zu einem wahrhaft instrumentalen Feuerwerk. Ist dieses Bild, das den lächerlichen, buckligen Zwerg Gnomus beschreibt, nicht ausdrucksvoller, wie Ravel es wiedergibt? Hört gut zu und achtet auf den Unterschied zwischen den 2 Versionen. Wenn Ravel sich nicht ins Belvedere zurückzieht, reist er mit seiner Musik um die Welt. Er wird umjubelt. Er ist berühmt. Überall ist er zu Hause. In London applaudiert das Publikum sowohl dem Komponisten Maurice Ravel als auch dem Dirigenten Maurice Ravel. Der Künstler ist stolz, am Pult zu stehen und seine eigenen Werke zu dirigieren. Bei einem Konzert in den Vereinigten Staaten, Ravel war im Publikum geblieben, erkennt ihn jemand. Mehr als 10 Minuten lang applaudiert der ganze Saal im Stehen und will, dass der Maestro auf die Bühne steigt. Doch es ist nichts zu machen. Ravel weigert sich. Applaus für die Arbeit? Ja. Show? Nein. Der junge Mann, der das Sehen und Gesehenwerden so liebte, ist älter geworden. Er hat sich verändert.
Geblieben allerdings ist seine Vorliebe für schöne Kleidung. Nach Amerika zum Beispiel schleppt er 50 Oberhemden mit. Für jede Gelegenheit das Passende. Und Gelegenheiten gibt es genug. In Amerika. Als er dann endlich von den Staaten zurück nach Frankreich kehrt, schwärmt er nicht von dem American Way of Life, der amerikanischen Art zu leben, nicht von New York, nicht von der Größe des Kontinents, nein. Maurice Ravel schwärmt von den herrlichen New Yorker Krawatten. Ich habe euch diese Geschichte absichtlich erzählt, weil das Publikum so oft in einem großen Künstler etwas anderes sehen will als einen Menschen. Einen Menschen mit Gefühl, mit Vorlieben, mit Schwächen, mit liebenswerten kleinen Schwächen. L'Enfant et les Sortilèges ist eine Oper, die Maurice Ravel in Zusammenarbeit mit Colette schreibt. Kaum älter als Ravel steht die erfolgreiche Romanschriftstellerin an der Spitze ihres Ruhms, den sie ihren zahlreichen Werken verdankt, in denen sie Menschen und Tiere beschreibt. In L'Enfant et les Sortilèges, einer Oper, deren Musik für jedes Publikum ist, beschreiben die Dichterin und der Komponist, jeder auf seine Art, die Missgeschicke eines kleinen Jungen, der immer nur seinen eigenen Willen durchsetzen will. Doch eines Tages beschließen die Dinge und Tiere, die er misshandelt, dass es genug sei. Wenn ihr das Gespräch zwischen der englischen Teekanne und ihrer Freundin, der chinesischen Teetasse, nicht versteht, macht euch nichts draus. Es ist chinesisch. Es wird immer chinesisch wirken, sagen die beiden. Aber der kleine Junge, der sie gerade zerschlagen hat, versteht sehr gut, was sie ihm sagen wollen. How is your Meg? Rotten. Better hide. Come on. Black and costume, black and chic, black, 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 jolly fellow, black. I punch her. I punch her. I punch, I knock out, you suit me, chose black, black, and thick, and rainbow, and rainbow. I bought you. I bought you. I marmalade you. Ravels Gesundheit ist geschwächt. Dabei ist er erst Mitte 50. Eines Tages hat er einen Autounfall, der scheinbar keine bösen Folgen hat. Doch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Sein Gedächtnis lässt nach, schwindet. Maurice Ravel hat Mühe zu sprechen. Manchmal gehorchen ihm seine Glieder nicht mehr. Doch das Schlimmste ist, Ravel kann nicht mehr komponieren. Musikwissenschaftler bezeichnen 1932 als das Jahr von Ravels musikalischem Tod. Am 28. Dezember 1937 stirbt Maurice Ravel. Da Ravel zu seinen Lebzeiten immer diskret war, beschränke ich mich auf das Datum seines Todes. Da ich der Meinung bin, die Achtung, die Ehrfurcht, die man einem Menschen zollte, als er noch lebte, sollte kein jähes Ende finden, so wie dieser Mensch die Augen geschlossen hat. Es fällt schwer zu sagen, welches von den zwei Klavierkonzerten, die Maurice Ravel noch kurz vor seinem Unfall beendete, das schönere ist. Nicht, dass diese Konzerte einander ähnlich sind. Nein, im Gegenteil. Man kann sie sogar sehr leicht unterscheiden. Das eine nämlich ist das berühmte Konzert für die linke Hand, das Ravel auf Wunsch des österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein komponierte. Wittgenstein
hatte im Krieg einen Arm verloren. Die Partitur allerdings war so schwierig ausgefallen, dass Wittgenstein sie leicht umändern musste, um sie spielen zu können. Nun aber hören wir ein normal für zwei Hände geschriebenes Konzert. Maurice Ravel hätte es bestimmt nicht gern gesehen, wenn wir die Geschichte über sein Leben und sein Werk traurig enden ließen. Deswegen wollen wir den Kreis schließen, indem wir noch einmal zum Bolero unserer Anfangsmusik zurückkehren. Leer von Musik, hatte der Meister gesagt. Diese Aussage ist das typische Understatement eines Gentleman, die Untertreibung eines Herrn. Maurice Ravel war ein Herr. Ein Könner, ein Meister. Durch seine Musik wurde er unsterblich. Vielleicht steckt in einem von euch auch ein Komponist, ein Maler oder ein Dichter. Wenn ihr komponieren, malen oder schreiben müsst, hört auf euer Herz und nicht auf die Erwachsenen. Mancher von ihnen hat nämlich heimlich seine Träume zu Grabe getragen. Und gute Wegweiser haben Träume. Immer.